Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mal so ein bisschen ein Video nach dem Motto die Trends von morgen heute in meinem Gesicht schminken. Mal gucken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Durch die ganze Adventskalendergeschichte stöber ich jetzt ja täglich durch alle möglichen Homepages. Und da sind mir auch super viele Neuheiten aufgefallen aus dem englischsprachigen Raum. Also vieles, was ich hier habe, habe ich bei ASOS und Beauty Bay bestellt. Also dort findet man halt wirklich Sachen, die noch nicht auf dem deutschen Markt sind, aber sehr, sehr bald auch zu uns kommen werden. Genau. Ne? Manches ist aus der Drogerie. Da habe ich hier zum Beispiel das NYX Freezy. Ja, das ist ein Cooling Primer. Fand ich ganz interessant. Den möchte ich jetzt zuallererst auftragen. Aber ja, das meiste, was ich hier habe, ist noch nicht bei uns eingetroffen. Total interessant. Das sieht wirklich aus wie Silikon pur. Bin ich gespannt drauf. Nehme ich mal hier vom Deckel ab, ne? Oh, ich glaube, das ist fast schon zu viel. Oh, das hat wirklich einen Kühlungseffekt mit dabei. Es ist nicht so silikonig, wie ich befürchtet hätte. Das lässt sich gut verteilen, ohne dass jetzt irgendwie alles runterkrümelt. Und wenn man so eine kleine, etwas wundere Stelle hat, dann zwirbelt das aber derbe. Hier an der Nase bin ich ein bisschen wunder. Krass, okay, ja, ich mache den Deckel wieder drauf. Da hast du richtig lange was von, weil du brauchst nicht viel. Ja, macht erstmal einen guten Eindruck, ne? Ist auch klebrig, ja, würde ich schon sagen. Glow hatte ich ja schon vorher durch die Creme in dem Sinne. Und jetzt gucke ich mal, wie das nächste Produkt sich darauf verhalten wird. Von MAC habe ich hier die Studio Radiance Serum Powered Foundation. Ich habe mir endlich mal die richtige Farbe bestellt, hoffe ich. NW10. Also ich muss ja immer andersrum denken bei MAC. Es fällt mir immer schwer. Ja, das dürfte farblich wirklich passend sein. Ist relativ flüssig. Da habe ich mir jetzt auf jede Seite einen Pump-Hub gegeben und verteile mir das jetzt erstmal mit einem Pinsel. Ja, es passt farblich endlich mal. Der Wahnsinn! Die Deckkraft ist leicht, aber vollkommen ausreichend. Ne? Man sieht es vor allem an der Nase, die ist ja auch gerne mal etwas rot. Ja, schön. Muss ich nur schauen. Doch, das gefällt mir vom Finish her auch. Ich habe jetzt keinen groben Glitzer oder so im Gesicht. Schöne Sache. Vor allem auch schnell aufgetragen. Ne? Du musst es jetzt nicht irgendwie krass mit dem Schwämmchen einarbeiten, weil du auch dann durch den Pinsel nicht so die Striche hast. Das ist ganz gut so. Ich persönlich würde jetzt sagen, die bringen das ein bisschen zur falschen Jahreszeit raus, ne? Weil das kommt jetzt ja zu uns dann erst, denke ich mal, im Herbst oder halt im Winter. Und da ist man ja doch lieber bei etwas deckenderen Foundations unterwegs. Das hier ist eine ganz tolle Geschichte für den Sommer. Mega schön, tolle Strahlkraft, schnell gemacht, ne? Mag ich gerne leiden, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, doch. Hier musste ich ein bisschen schmunzeln. Habe ich bei Sephora gekauft. Shape Tape Radiant. Das ist der Concealer von Tarte in der Farbe Radiant 12N Fair Neutral. Ich glaube, die können nichts anderes bei Tarte außer Shape Tapes bei Concealern, oder? Das ist echt verrückt. Aber gut, ja, den versuchen wir jetzt auch einmal. Hat ein gewohntermaßen riesiges Füßchen. Den arbeite ich mir am liebsten tatsächlich auch mit dem Schwämmchen ein. Und da ich keine neue Lidschattenbase habe, gebe ich mir das auch einfach schon mal aufs Augenlid drauf. Oh la la, das sieht sehr, sehr schön aus. Eine mittlere Deckkraft gibt wirklich Strahlkraft. Also das ist wirklich alles andere als der klassische Shape Tape, der ja wirklich matt ist. Ne? Und der passt auch ideal zu der MAC-Geschichte, weil beides hat natürlich Strahlkraft und beides ist nicht ganz so krass deckend. Das sieht einfach jetzt ausgeebnet in meinem Gesicht aus. Ein bisschen ruhiger, ich sehe ein bisschen wacher aus. Also beides auch wirklich gut für den Alltag geeignet, denke ich mal. Schön. Die Firmen hauen aktuell auch so ziemlich viel Liquid Blushes raus. Urban Decay habe ich jetzt hier, Hydromaniac. Ihr bekommt die bei Beauty Bay oder bei Beauty Bay selbst. In der Farbe Drippin habe ich mir den jetzt mal bestellt. Da sind 15 ml drin, da kannst du echt deine ganze Familie mit blushen. Und hat so ein Rausdrückvieh. Den würde ich mir jetzt gerne gleich auf eine Seite geben. Holla die Waldfee. Der schreit ja richtig, also der ist richtig krass. Huh, dezent war gestern. Heute gehen wir ein bisschen ab, ne? Arbeite ich in meinen Pinsel ein, trage den auf meine Wangen auf. Okay, da kann ich auch mehr verwenden, ne? Ja. Und zusammen mit diesem ja, Radiant-Gedönsen von MAC kommt das Ganze einfach relativ natürlich auch rüber. Wobei das jetzt natürlich ein bisschen krasser aufgebaut ist, ne? Schön.
noch ein bisschen aufs Näschen geben, als hätte ich mal ein bisschen mehr Sonne gesehen. Als nächstes habe ich jetzt von Revolution 2, da müssen wir jetzt mal gucken, welche Farbe ich nehme. Mousse Revolution Blush habe ich hier. Das sind so Glaspöttchen. Ich habe die Farbe Grapefruit Coral und Squeeze Me Soft Pink. Ich glaube, ich habe Bock auf diesen Grapefruit-Gedönsen. Die sind in dem Behälter echt fest drin, aber wenn man mit dem Finger reingeht, schmilzt es auf der Haut, ne? Yo, die Pigmentierung ist da. Huh, und der ist matt unterwegs. Und auch hier ist eine starke Pigmentierung am Start. Schön. Und den Foundation-Pinsel habe ich jetzt ein bisschen sauber gemacht am Handtuch neben mir. Wow, da brauchst du wirklich nicht viel von. Ich verteile das jetzt einfach mal ein bisschen. Ups. Falls Jenny von Jennys Highlights zugucken sollte, ich glaube, das sind deine Blushes. Aber so eingearbeitet und jetzt mit dem Schwämmchen auch mal ein bisschen abgenommen, ne, sieht das wirklich gut aus. Das ist schön, das ist tatsächlich auch matt, also da sieht man einen krassen Unterschied. Ne? Hier ist halt nur die Strahlkraft von der Foundation und auch vom Primer, die rauskommen, und hier strahlt das Produkt an sich. Also ich persönlich, bin ehrlich, mag die hier lieber. Ja, cool. So, ein bisschen Setting Spray drüber, damit die cremigen Texturen sich besser miteinander verbinden und auch haltbarer werden. Das ist immer so ein kleiner Tipp. Dieses Produkt bekommt ihr schon bei Purish. Ich weiß nicht, ob Claudi Purish für 20% Rabatt aktuell noch gilt oder Claudis Welt 15. Da schaut gerne mal in der Infobox vorbei oder ich habe es euch auch entsprechend eingeblendet. Luna Beauty hat dieses extrem schöne Setting Powder rausgebracht. Luna Virgil Setting Powder in Translucent Light habe ich das hier. Die Verpackung ist ein Traum. Ich kann es nicht anders sagen. Wir haben ja auch so ein Puffelding mit dabei. Damit kann ich das super unter den Augen einarbeiten. Ich habe es aber noch nicht getestet. Das ist jetzt meine First Impression hier. Und ja, da, upsala, macht man die Klappe hoch und hat hier das Produkt. Das gebe ich mir dann in den Deckel, so ein bisschen was davon. So schaut das aus. Das Translucent Light ist nicht weiß, ne? Das finde ich auch ganz interessant. Dann nehme ich hier das Puffelchen. Ich habe das jetzt hier in dem Puffelding drin und gebe das unter meine Augen. Da gebe ich mir das dann auch gerne. What? Das ist ein Weichzeichner. Holla die Waldfee. Genau, das bei den Augen bin ich dann gerne mit dem Puffelding unterwegs, einfach weil das flawlesser aussieht. Alter Schwede. Das finde ich krass. Das macht was. Das macht was mit mir. Der Concealer hat jetzt auch nicht gecreased übrigens. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, ne? Wow, das ist krass. Das ist ein wirklich krasses Puder. Ja. Ich nehme jetzt einen großen Fluffy und nehme das restliche Produkt, was hier im Pfännchen... Boah, guck mal, wie fein eine Staubwolke vor dem Herrn. Und gebe mir das über mein komplettes Gesicht. Also sehr, sehr fein gemahlen. Das ist Wahnsinn. Wenn ich darin rumswirle, dann habe ich hier richtig diese Staubwolke. Aber das ist jetzt auch ein sehr, sehr fluffiger Pinsel, den ich verwende. Aber was ist das für ein krasses Puder? Finde ich wirklich schön, wirklich schön. Also das habe ich jetzt von Purish zugeschickt bekommen, ne? Aber ich kann es euch, upsala, so oder so wärmstens ans Herz legen. Das ist nicht nur von der Verpackung wunderschön, sondern macht einen ganz tollen Effekt. Und so wie ich jetzt aussehe, sehe ich ungeschminkt aus, aber extrem perfektioniert. Trotzdem natürlich, ne? Das finde ich cool. Einen neuen Bronzer gibt es nicht, deswegen nehme ich jetzt einfach meinen aus dem Project Pen und verwende den. Dann hat Catrice ja diesen Glow Lights Highlighter rausgebracht, der ja auch extrem schnell immer wieder ausverkauft war. Ich habe ihn jetzt endlich mal ergattern können und möchte den jetzt auch endlich mal verwenden. Könnte vielleicht ein bisschen dunkel sein, da müssen wir schauen. Rosy Nude ist hier die Farbbezeichnung. Und dann nehme ich mir jetzt so einen feinen Highlighter-Pinsel. Ein ganz kleines bisschen nur aufgenommen. Okay, da muss ich ein bisschen mehr nehmen. Man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, aber farblich passt das. Okay, das ist wirklich eine universelle Farbe. Das sieht schön aus. Auch aus der Nähe mag ich den wohl leiden. Ich sehe schon Glitzerpartikel, ne? Also das ist jetzt nicht so Glass-Skin-mäßig, aber man muss schon recht nah rangehen, um die zu sehen. Ja, doch. Aber also ein schöner Highlighter, den werde ich definitiv gerne tragen, aber wir wissen ja auch, dass Catrice sehr, sehr gut Highlighter machen kann, ne? Jo. Bevor ich jetzt das nächste Produkt aus der Drogerie verwenden kann, nehme ich hier von Yves Rocher einfach meinen aktuellen Augenbrauenstift, um meine Augenbrauen ein ganz kleines bisschen aufzufüllen. Nur so ein bisschen und relativ natürlich, denn Judith Williams hat Augenbrauenprodukte rausgebracht, die ich jetzt einfach mal ausprobieren möchte. Da habe ich Longlasting Brow Tint, 20 Stunden Halt, Mikropräzision, langanhaltend, natürlicher Look. Genau. In welcher Farbe bist du?
Es ist die Farbe Medium Brown und das ist so ein Stift, den ich auch aktuell super gerne von Nabla zum Beispiel verwende. Einfach um mir so Augenbrauenhärchen nachzuziehen und das Ganze etwas natürlicher aussehen zu lassen. Mal gucken, wie das hiermit so funktioniert und ob das farblich so passt. Ja, es ist schon zu rot. Aber lässt sich wirklich gut auftragen. Damit kannst du auf jeden Fall gut arbeiten. Das macht Spaß. Die Farbauswahl ist halt immer etwas schwierig bei den Judith Williams Cosmetics Produkten und wenn dir die Produkte aber farblich passen, dann hast du echt einen Sechser im Lotto, weil das sind echt gute Produkte weitestgehend, ne? Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier ein Produkt haben, was farbunabhängig ist. In Waterproof natürlich, hier Lookstärke, halt pflegende Formel, Easy and Fast Eyebrow Styler, auch von der lieben Judith. Und der kommt jetzt, wenn Puck die Stubenfliege mal aufhören würde, hier todesmutig die ganze Zeit gegen das Fenster zu fliegen, auf die Augenbrauen drauf. Okay, das ist ein Produkt, wenn du es aufträgst, ist es wirklich weiß und du musst es dann verteilen, ne? Also das musst du etwas mit Vorsicht genießen. Das ist nicht ganz transparent. Ja, schade, das macht halt wirklich so einen kleinen Grauschleier auf die Augenbrauen drauf. Was jetzt gerade in diesem Moment für mich gar nicht so schlimm ist, weil ich ja diesen Augenbrauenstift verwendet habe, der ja ein bisschen zu warm ist, ne? Das heißt, das gleicht es bei mir jetzt gerade ein bisschen aus. Ist aber generell, glaube ich, nicht so geil. Nun gut. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Wir müssen nachher dann mal gucken, wie dann der halt so ist. Als nächstes habe ich hier von Huda Beauty eine Lidschattenpalette. Und zwar eine ganz kleine, süße Glowish-Palette. Die Micro Mini Amethyst Palette. Und ja, damit kann ich gleich auf jeden Fall einen schnellen Look schminken. Weil die Farbauswahl dementsprechend ja auch echt begrenzt ist. Ne? Ich kann euch die Farben ja einmal swatchen. Das fühlt sich schön an. Also das sind jetzt keine super festgepressten Farben. Oh, und das sieht sehr, sehr harmonisch aus. Muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir. Pigmentierung ist auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Man hat halt nur einen Schimmerton, der dunkel ist. Aber da werde ich gleich noch aushelfen. Da habe ich noch ein weiteres Produkt, was in Test genommen werden möchte. In den Test. Die Farben haben keine Namen, was jetzt nicht schlimm ist. Ich nehme jetzt zuallererst den hellsten Ton. Platziere mir den in meine Lidfalte und ja, das wird dann auch der Verblendeton und so weiter werden. Ne? Schon sehr basismäßig unterwegs, also auch hier außen schon ein wenig auftragen. Krümelt sehr im Fännchen, aber ich habe auch einen sehr großen und festen Pinsel. Ne? Lässt sich aber wirklich schön auftragen und auch ja, verblendet sich wie von alleine, wenn ich den so in meiner Lidfalte auftrage. Und das sieht fast schon so aus, als hätte ich zwei Töne auf dem Auge. Als nächstes nehme ich mir den Ton hier oben, der so Pflaume Aubergine ist. Dafür verwende ich jetzt einen etwas kleineren, festeren Blendepinsel und setze mir den hier außen an und auch in die Lidfalte rein. Das funktioniert sehr, sehr schön, muss ich sagen. Wenn man die Töne aber miteinander schichtet, muss ich sagen, es hört sich relativ kreidig an. Ne? Also das ist auf jeden Fall jetzt so das Gefühl, was ich habe. Dann nehme ich mir diesen, ja, rotbraunen Mokka-Ton fast schon und setze den an meinen unteren Wimpernkranz. Könnte verheult aussehen, wenn man nicht aufpasst, aber ich finde, das geht noch. Da kommt ja auch eh gleich noch ein bisschen Schimmer, um das Ganze etwas aufzufrischen. Nach außen hin werden die so ein bisschen fleckig, die Töne, wenn ich mir das hier auch so auftrage, ne? Das ist etwas schwierig. Denn nicht jeder hat ein super glattes Augenlid, ich jetzt so gar nicht. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich farblich nicht ganz so ultimativ passen wird, verwende ich jetzt dieses Produkt von NYX, ist das Ultimate Glow Shots. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Ich habe mir jetzt diese ausgesucht, Highly Litchy, weil ich mir eingebildet habe, dass ich mit dem Ton sehr wahrscheinlich am häufigsten dann auf meinen Augen arbeiten werde. Und damit möchte ich mir jetzt so eine Fake Cut Crease ziehen. Ich trage mir das also hier mit dem Füßchen einfach in der Mitte so auf. Weiß nicht, kann ich damit vielleicht schon das ganze Produkt? Nee, das muss ich gleich mit dem Pinsel noch verfeinern. Okay, wow, das trocknet irre schnell. Das jetzt irgendwie noch mit dem Pinsel zu verteilen, ist gar nicht so leicht. Wow. Das ging jetzt tatsächlich relativ simpel. Aber wie gesagt, es lässt sich nicht wirklich dann verteilen. Also wenn es drauf ist, ist es drauf. Aber schön ist es allemal. Ich hätte mir halt super gerne, und das versuche ich jetzt auch mal, noch diesen Schimmerton, der hier in der Huda Beauty Palette mit drin ist, einfach so als Übergang aufgetragen. Bisschen reinblenden vielleicht. Mit dem Finger ist besser, ja.
Krass. Also das trocknet wirklich schön an. Das ist natürlich cool, ne? Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Also ob man jetzt so eine Palette braucht, muss man für sich selbst entscheiden. Ich finde sie ganz süß. Man braucht auf jeden Fall dann noch mehr, mal irgendwie so einen hellen Schimmerton, um das Ganze noch ein bisschen aufzuhellen. Aber man kriegt damit auch schöne, dunklere Looks mit hin, ne? Das kann wohl was. Und bei dem hier, wie gesagt, ein bisschen Übung braucht man da definitiv. Jetzt ziehe ich mir einen Eyeliner. Da gibt es jetzt nichts Neues. Dann fixiere ich das Ganze. Dann nehme ich Maxim Setting Spray mit Riva Loves Me. Wimpern, da habe ich jetzt drei Mascaras. Welche davon wird wohl irgendwann demnächst gehypt werden? Ich habe ja nur zwei Augen. Also die Benefit Manifest möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, die KVD Full Sleeve mache ich dann später mal. Die 5D Whip Lift habe ich jetzt hier von Revolution. Die wollte ich auch mal ausprobieren. Ja. So, die Wimpern sind gebogen. Dann schauen wir uns mal die beiden Mascaras aus der Nähe an, würde ich sagen. Ich habe bei der Benefit Mascara jetzt eine kleine Geschichte, aber das tut ja nichts zur Sache, ne? Das sind einmal diese beiden Mascaras. Und tatsächlich hat sich Benefit überlegt, dass die mal kein Gummibürstchen machen, sondern ein Faserbürstchen. Das ist wirklich neu. Na, sonst gibt es ja, ich glaube, nur Gummibürstchen-Mascaras von Benefit. So schauen die beiden aus. Hier haben wir eine Erdnussform bei der Revolution und hier haben wir eine Bananenform bei der Benefit. Die Benefit riecht ein bisschen mehr nach Mascara als die 5D Whip Lift. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich sagen würde, dass die mir die Wimpern zu sehr verklebt, fast schon. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Die 5D Whip Lift hat sehr, sehr viel Produkt am Bürstchen und könnte tatsächlich dem einen oder anderen zu klumpig werden. Ne? Das seht ihr jetzt ja auch, es ist in drei Schichten. Ne? Und das ist jetzt auch wirklich, wenn die fresh ist, da hast du sehr, sehr viel Produkt dran, aber beide sind ja der Wahnsinn. Ja, ich benutze ein Wimpernserum und ich verlinke euch mal einen Adventskalender, wo du sowohl diese Mascara als auch mein Wimpernserum drin findest. Und dadurch, dass du den Adventskalender hast, sparst du halt enorm viel Geld. Weil da natürlich auch noch super viele andere Produkte drin sind. Ne? Nun, auf jeden Fall mag ich das Ergebnis von der Benefit ein bisschen lieber, obwohl ich hier ja auch Fan von dem Wawawoom bin. Ne? Ich glaube, die beiden in Kombination wäre mega cool. Tatsächlich, ne? Weil beide kitzeln mich wirklich in den Augenbrauen, was ich immer ganz nice tatsächlich finde, weil ich das mag, wenn ich sehr betonte Wimpern habe. Aber das ist auch nicht jedermanns Sache. Der Haarreifen hat meine Haare ein bisschen wild gemacht. Aber so ist das manchmal. Ich habe jetzt hier drei Lippenprodukte. Ja, den hätte ich eigentlich vorher auftragen wollen. Ich kann die ja nacheinander mal auftragen. Ja, die gucken wir uns nacheinander an. Einmal von Benefit Beach Vacay. Das ist der Butter Balm. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Und ich habe hier die Farbe Vacay Coral. Schaut einmal so aus. Ich mag den Applikator ehrlich gesagt jetzt auf den ersten Blick nicht so gerne, weil das halt so ein, ne, Dings ist. Aber es ist irgendwie auch hygienischer. Also theoretisch können mehr Leute den verwenden, wenn du das so machst. Ich gebe mir das mal hier, upsala, Hilfe, auf meinen Haaren drücken. Okay, das ist wirklich nur ein Hauch von. Gibt ein bisschen Glanz auf die Lippen. Auch eine ganz leichte Färbung, aber der klebt nicht. Also das ist halt so ein To-Go-Gloss, ne? Den kannst du dann halt theoretisch mit dabei haben und dir dann drauf machen. Eigentlich ist der schön. Doch, doch. Den mag ich wohl. Den werde ich jetzt auch weiter verwenden. Von e.l.f. O-Face Satin Lipstick. Das könnte sogar ein Dupe sein. Habe ich den deswegen bestellt? Weiß ich gar nicht. Dirty Talk habe ich hier als Farbe. Oi. Schönes Packaging. Schließt magnetisch. Und ja, ein hochdrehbarer Lippenstift, der so ausschaut. Eine schöne, gefällige Farbe, würde ich sagen, ne? Soweit kein Duft. Ich weiß schon, wofür ich den bestellt habe. Das kommt demnächst in einem Video. Auch das ist einfach eine richtig schöne Nude-Farbe, die ich gerne mag. Also das würde ich auch tatsächlich super gerne so tragen, ne? Das wäre sehr schön zusammenpassend mit dem Augenlook und mit den Lippen. Das mag ich gerne leiden. Aber ich habe jetzt hier noch einen von Airbrush, nein, von Charlotte Tilbury. Airbrush Flawless Lip Blur. Das ist nämlich ein Matte Meets Moisture Liquid Lipstick, habe ich in der Farbe Pillow Talk Blur, ist klar, ne? Pillow Talk ist einfach die Farbe, die ich ultra schön finde. Passt auch zu so gut wie jeder, ja, Lippenfarbe, würde ich mal so sagen. Extrem schönes, schweres Verpackungsdesign. Also da haben die wirklich mal wieder auf die
Kacke gehauen, ne? Auch mit dem Deckel, richtig schön. Eine mega angenehme, mußige Konsistenz. Schmeckt ein bisschen nach Vanille. Und das ist tatsächlich ein Liquid Lipstick, aber keiner, der jetzt so super krass antrocknet. Ne? Die Farbe mag ich sehr gerne leiden. Das Gefühl auf den Lippen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch die Farbe passt sehr gut zum Look. Es ist halt wirklich sehr samtig, ne? Ganz, ganz merkwürdig, aber schön irgendwie. Das sind jetzt die Trends von morgen. Mal gucken, ob das was wird, ne? Also, ich fühle mich wohl damit. Ich finde auch, dass die Produkte echt schön sind. Das Augenbrauenprodukt ist immer noch klebrig. Es ist nicht fest geworden. Also, da kann man jetzt immer noch die Augenbrauen formen. Wer das mag, wird sich da wahrscheinlich drüber freuen. Ich mag das einfach gerne, wenn meine Augenbrauen wirklich festgetackert sind. Ansonsten finde ich, dass die Produkte echt schön performt haben. Ja, das wäre es hier von mir gewesen. Ne? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die Produkte auch schon irgendwo entdeckt habt. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!